Guten Tag, oder sollte ich sagen Bonjour, aus Hambach bei Sagemünd, auf dem jährlichen Autotreffen. Kleiner Rundgang über die Wiese. Ja, viele deutsche Autos auch, weil es natürlich grenznah ist. Ja, ist ein schöner Mischmasch, Deutsche, Franzosen. Man spricht auch Deutsch sozusagen, viele. Französisches Essen so ein bisschen, ne? Alle haben ein Baguette in der Hand. Hier ein alter 2CV. Auf Postauto gemacht. Natürlich Renault 20 oder Renault 30. Je nach Zylinderanzahl. Ich kann es jetzt auf Anhieb nicht unterscheiden. Schauen wir doch mal. Die Farbe finde ich schick. Zeitgenössische Aufsetzlautsprecher. Renault 20, also ein Vierzylinder. Aus Firmini. Gut, leider, was heißt leider, aber also so Autos finde ich, naja, okay, komm. Es ist ein Autoliebhaber, aber ein 98er, ich weiß es nicht, also der ist für mich persönlich ein bisschen zu frisch, aber ist okay. Das hier ist natürlich außergewöhnlich als Cabrio. Suzuki Swift. Ja, vier Citroën Enten und so weiter. Schöner Fünfer. Alpina Felgen. Zumindest, ob es auch ein Alpina ist. Das ist die Frage. Nexter Fünfer, auch gut. Ja, Polo. Ja. So weit sind wir schon. Polo. Polo Steilheck. A02. Und Porsche. Hier Renault 5. Mit drei Achsen. Renault 5. Ich nehme mir den mal von vorne mit. La Mémoire de Christian de Léotard und seine Leidenschaft für 6-rädrige Autos. Schade, dass jetzt der Kofferraum nicht geöffnet ist oder mich mal interessiert. Schönes Schiebedach. Da, hier der CX Augenweide. In dem Zustand ohnehin. Zweier BMW. Na gut, SLK. Hat die Friseurin auch sonntags nichts zu tun gehabt und ist mal hergekommen, oder was? Naja, schwierig. Ja, das da ist schon ein bisschen besser. Schöne Farbe. Schöne Felgen. Fiat 500 Club Italia. Das ist ein echter Italiener. Das ist ja der Knaller. Italienisches kleines Nummernschild. Ist das ein italienisches? Das ist halt die Frage, ne? Aber ich glaube schon. Na gut, aber hier steht, es ist französisch hier. Was ist hinten los? Ja, das ist auch keine italienische Nummer.
kann ich jetzt nicht zuordnen. Ist das eine französische Nummer? Egal. 02 Cabriolet. Ja, hier geht noch einiges auf der Wiese. Oh, schönes Duo. Traction avant. Ja, ist also hier, füllt sich langsam. Peugeot 504 Cabrio. Ford Mustang, was ist das da vorne? Buggy oder was? Schöner Sound. Lassen wir gelten. So. Der SL hier natürlich. Zeitlos. Fertig. Also wer an dem Auto was auszusetzen hat, weiß nicht. Der kann auch, der hat auch an Queen was auszusetzen. Oder an ABBA. Oder an Bee Gees. Das ist einfach 100 von 100. Muss kein Fan von dem Auto speziell sein, aber 100 von 100. Punkt aus. So, das war's jetzt mal mit der ersten Wiese. Ach, guck mal, hier noch der Ford Club. Fiesta XR2i Escort Turbo. Die sind mal schwer in Ordnung, die Dinger. Die rote Pflaume. Aero Cadet. Oh, sehr schöne Sitze. ATS. Oh, der ist ja, also tip top. Bar geht's gar nicht daher vom Zustand. Wahnsinn. Ja, gut, ja. Krawall-Dreier. Bisschen nicht so meins. Darf aber. Natürlich darf. So, das war jetzt nur eine Wiese von ungefähr 5 Wiesen, die es hier gibt. So, dann gucken wir mal, wo es weitergeht.